Also da denkt man nicht mehr an Skifahren, wenn man das sieht. Aber da geht's noch. Und noch vom Parkplatz weg. Wo es steiler ist, war es halt ordentlich glatt. Könnte man sogar Haarscheißen brauchen. Oder sich wünschen. Damit ist das erste schon ausgesagt. Eine leichte Neuschneeauflage drauf. Da hält das Ganze gleich viel besser. Und dies wäre auch schon das erste Ziel, die Liftstation des Ronenliftes nach knapp 400 Höhenmetern. Der Liftbetrieb war natürlich schon eingestellt. Und auch von hier hat man eine gute Aussicht auf das Tannheimer Tal und die umliegenden Berge. Schnee hat es südseitig nur noch ganz oben am Schönkarler. Ich schaue nun noch ein bisschen weiter. Das Zirleseck soll noch ganz gut gehen. Kritisch ist es bei niedriger Schneelage immer, ob man gut durch die Latschen kommt. Wieder ein Stückchen mit Fellen abfahren, bis man kurz nach dem rechten Pistenrand nach links in den Wald wechseln kann. Den Aufstieg zur Liftstation hätte man natürlich auch auslassen können. Heute war bereits die oberste Abzweigmöglichkeit gut eingespurt. Bei der obersten Abzweigmöglichkeit geht es dann meistens ein bisschen auf und ab. Es folgt eine kurze Stelle, fast ohne Schneeauflage. Wenn es hier frisch geschneit hat und keine Spur drin ist, muss man natürlich immer die Spur durch die Latschengasse finden. Das ist da immer so die Herausforderung, wenn es wenig Schnee hat. Das war heute aber kein Problem. Immer der breiten, ausgefahrenen Spur folgen. Am Ende des Latschenfeldes hat man dann einen tollen Blick in den Kessel. Mit der Ronenspitze zur Linken, dem Zirleseck in Front und dem Ponten zur Rechten. Nun geht es flach bis leicht absteigend in den Kessel. Aber keine Sorge, das läuft bei der Abfahrt fast wieder heraus. Noch ein Stück flach nach hinten, dann steilt sich die Spur langsam auf. Da geht eine coole Abfahrtsspur direkt vom Ponten runter. Ist nach rechts eingespurt und mit ziemlicher Sicherheit nach links. Links ein bisschen flacher. Heute habe ich die Spur nach ganz links gewählt. Und wenn man den Grat erreicht, sieht man direkt auf das Geißhorn mit seiner Skitourenflanke. Noch ein Stück dem Grat nach rechts folgen und das Zirleseck ist erreicht. Punten. Es gibt einige Möglichkeiten für diejenigen, denen 800 Höhenmeter nicht ausreichen. Jetzt da ein Stück runterfahren, dann über den Grat rüberlaufen, den Hang vorne runterfahren. Dann kann man wieder aufsteigen hierher. Wie schaut's nun mit der Abfahrt aus? Schattseitig hatte es sogar noch ein paar Meter Pulverschnee. Der ging dann südseitig direkt in Firn über. Ich bin aber absichtlich nicht zu früh aufgestiegen. Im Latschenhang gab es sogar noch unverspurtes Gelände. Im Kesselgrund dann immer noch schönen Firn. Der ganz kurze Gegenanstieg. Und zügig ging es in der ausgefahrenen Latschengasse nach unten. Sogar ein kleiner Ausflug neben der Spur war noch möglich. Und weiter geht's zügig nach unten. Aber ein bisschen Vorsicht, da war schon eine Stelle, an der der Boden wieder herausschaut.
Ich folge heute der Aufstiegsspur und komme zu der kurzen Unterbrechungsstelle. So ist richtig erwischt. Die oberste Aufstiegsspur respektive Abfahrtsspur zu verwenden, hat den Vorteil, dass man zur Piste kaum mehr aufsteigen muss. Das war jetzt der kurze Weg, Faulheitsweg. Sonst kommt man ein bisschen weiter unten raus. Und dann geht es noch über die Piste zurück. Heute oben noch mit ein bisschen Neuschneeauflage. Dann wird es relativ hart und eisig und rutschig. Und dies auch am Nachmittag bei 7 Grad plus. An einer Stelle wird es dann auch ganz schön eng. Aber weiter unten auch wieder ein bisschen firnig. Die Tour sollte bei der Wettervorhersage bis auf 2 Stellen noch ein bisschen gehen.